Yes, es ist Johannes, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Mirror's Edge Catalyst mit dem Janis, der gerade zockt. Moin Leute, Morris ist natürlich auch dabei. Yes, es ist was macht der Pisser da oben? Warum denkt er so oft cool an Schilder einfach, ne? Weil er denkt, Swag! So, die Frage, was machst du jetzt da? Mach auch ein bisschen weiter. Ja, klar. So, weiter geht's. Erstmal mit Rebecca raiden. Und, ja genau, das erzähl ich danach. Und was das Wichtigste ist, eins im Zentrum. Ja, dort brauchen wir eine Explosion. Und genau damit ködern wir sie. Das sollte sie auch. Jetzt kommt die Rache. Faith, gut, dass du da bist. Das dürfte dich interessieren. Tida, sie hat den Angriff angeführt. Ja, wir wissen über sie nicht viel mehr, als dass sie ein hochrangiger Kruger-Sec-Offizier ist. Sie ist heute unser Ziel. Ich bin keine Mörderin, vergessen Sie es. Wir töten sie nicht. Wir entführen sie, um sie einzutauschen. Wir sollten es tun, Faith. So rächen wir uns. Ich... Wie ist der Plan? Krugersack wird in Kürze den Aufenthaltsort einer bestimmten gesuchten Person erfahren. Meine. Sie wird das Einsatzteam anführen und uns direkt in die Falle laufen. Du und Icarus müsst unsere Fluchtrouten sichern. Das kriegen wir hin. Tja, na gut. Solange wir nicht ernsthaft zuschlagen können, bleiben uns nur solche Aktionen. Ich glaube nicht, dass sich so je etwas ändern wird. Und ich glaube, deine Meinung ist unerheblich. Gehen wir jetzt ab. Bitch. Sie erinnert mich ein bisschen an so eine Eidechse oder sowas. An so eine Eidechse? Ja, Mann. vom Gesicht her. Ja, was soll ich noch sagen? Sie sagt immer, wir sind keine Mörderin, aber wenn wir so einen Kruger-Sack-Typen... Die sind nur K.O. Ja, wenn wir ihn vor allem vom Haus runterwerfen, ist er nur K.O. Nee, der ist nicht K.O. Der ist K.O. Was war das jetzt? Magnet-Update oder was stand da? Ja, bestimmt. So, das mit dem Swaggy-Ding da. Das da. Mac-Rope heranziehen. Wir können... Ah, nice. Sachen kaputt machen. Und das hier will ich immer noch als nächstes machen, weißt du? Ja. Wir brauchen ja nicht mehr viel. Nee. Was ich erzählen wollte, ist, wir haben uns... Soll ich das jetzt überhaupt erzählen? Was denn? Projekt? Nee, noch nicht. Nee, dann wäre meint, ich wollte nichts erzählen. Außer du hast gar nichts anderes. Nee, ich hab gar nichts anderes. Treppe hoch. Ja. Warte, war eben was mit dem. Ah, okay, um das Objekt heranzuziehen. Ich könnte mich da dran auch nicht einfach hochziehen. Nein, ich muss es an mich heranziehen. Dann einmal nach links, bitte. Weil da ist auch noch so ein Swaggy-Ding. Ich weiß. So, da ist auch noch eins. Da kommt jetzt gerade nicht ran. Da kannst du gleich vorbei. Ja, die Frage ist, was erzähle ich denn dann so lange? Natürlich hier wieder Maximum Professional. Sehr gut vorbereitet so auf jeden Fall. Was hältst du denn jetzt von unserem Racheplan? Was ich von dem Plan jetzt halte, so. Das ist wahrscheinlich gar nicht mit. Mit Leer. Umdrehen, Kuh. Jump. Nice. Doch, ich habe mitbekommen, wir entführen jetzt die Anführerin, genau. die Dings da gemacht hat. Genau, um Krugersack zu schwächen. Genau. Ja, soweit finde ich das noch annehmbar. Ich fand's auch okay, wenn wir sie töten, das ist mir doch nix. Ja, das ist schon, aber wenn wir uns jetzt mal so in die Situation reinfühlen, irgendwie so, ich weiß nicht, ob das dann halt immer so viel bringt, so die Leute halt dann unbedingt zu killen, weißt du? Ja. Ja, mach. Ist die Mission einfach noch. Faith, Icarus, um es glaubwürdiger zu machen, dass ich mich an der Oberfläche aufhalte, inszenieren wir in diesem Bezirk ein Ablenkungsmanöver. Wenn es soweit ist, müssen unsere Fluchtrouten frei von Beobachtungsdrohnen sein. Wir kümmern uns drum, Rebecca. Keine Sorge. Bleibt außerhalb des Schutzfeldes der Beobachtungsdrohne und deaktiviert direkt ihre Steuerungsterminals. Das ist die effektivste Vorgehensweise. Alles klar. Geht klar, machen wir. Ich glaube, du musst Steuerung immer so ein bisschen länger gedrückt halten. Ja. Dann kann das sehr gut sein. Dass man es dann easy schafft. Wo war ich? Bei dem Plan hier. Ja, weiß nicht. Also ich finde das soweit noch ganz gut. Allerdings kann ich halt auch immer nicht glauben, dass die anderen alle tot sind, weißt du? Ja, ich glaube, ich kann mir das gut vorstellen, aber auch so, dass die zum Beispiel gesagt haben, so ja, wir schließen die jetzt erstmal weg, sodass absolut keiner die sieht. Mhm. Vor allem wenn Krugersack zum Beispiel damals ihre Eltern umgebracht hat und so ein Kram, dann war das schon das. Ja. Ich sitze hier fest. Sie erwischen mich nicht, aber ich kann ja auch nicht weg. Du musst sie deaktivieren. Nochmal so eine ganz generelle Frage. Warum machen die das überhaupt? Was? So, die Leute da so abfacken. Widerstand gegen Staatsgewalt, weil das so ein. Ich weiß es also nicht. Staatsgewalt einfach aus den Gründen, sie können es halt irgendwie.
Nee, ich glaube, der Staat ist einfach vollkommen scheiße. Wir sind ja quasi die Illegalen. Ja, ja, das weiß ich. Ich glaube, mit Wand an der Wand laufen. Oh, ja. Da war ja was. Wand an der Wand laufen. Das kann man ja auch noch. Ja. Aber warum sind wir dann sozusagen so wenige? Es gibt nicht viel mehr Leute. Ja, kein Problem, ich lauf da einfach rüber. Ja. Voll easy. Ah, ich halte meine Hand drauf und es ist kaputt. Die aktiviert ja. Muss wieder hoch. Naja, unten lang. Ist schon richtig so. Oh, wir müssen dem Boy jetzt schon wieder helfen, ja? Ich würde in dem Tempo schaffen wir das nicht. Wir könnten uns aufteilen. Gute Idee. Ich habe das Gefühl, Rebecca akzeptiert keinen Fehlschlag. Jagt mir Angst ein. Ich dachte, du magst sie. Nun, wir sollten aufhören, Mutmaßungen über den anderen anzustellen. Vielleicht. Und nur damit du es weißt. Ich mache das hier für Noah, nicht für sie. Ich auch. Hey, Icarus, wie ist die Lage? Meine Drohne ist schon deaktiviert. Worauf wartet ihr denn noch? Und ich dachte immerhin, Runner wird schnell. Sieht ein Zahn zu. Sir, yes, sir. Warum ist sie so frech, Alter? Ich nehme Route B, du nimmst A. Sieh mal, kommt ja. Dann mal go, go. Ich hoffe, ich darf nur richtig geil kämpfen. Ja, du weißt, und ich krieg den mit dem Mission ja viel. Okay, erstmal sterben. War ich gerade ein bisschen überfordert, wo ich hinspringen soll. Ich schau mal wieder ein Stück näher zum Mikro, sonst rede ich so. So. Nee, mal leise. Da einfach, schätze. Ja, einfach rüber. Heute zeigen wir den Familien, dass keiner von ihnen so unsicher ist. Heute tippst gerade schon wieder so maximal laut, ne? Ich muss halt die Leertaste vergewaltigen. Ja, ich dachte schon mal irgendwie so, ja, dass ich mir vielleicht nochmal eine leisere Tastatur anschaffe, so, aber mechanisch, ich kann mittlerweile einfach, glaube ich, echt nicht mehr ohne, weil ohne fühlt sich so eklig an einfach nur. Es gibt übrigens einige Terminals, mit denen mehrere Drohnen verbunden sind. Ich deaktiviere jetzt das nächste. Ich springe einfach du, nicht! Du musst auch schon drücken, ne? Hier tue ich doch. So, warte. Jetzt, ne? Ja, du musst nicht die Tastatur kaputt machen und halt auch normal drücken, dann würde es auch gehen. Ja, aber davor habe ich normal gedrückt und das hat nicht funktioniert. Nee, ich glaube, davor hast du gar nicht gedrückt. Erledigt. Doch. Wow. Das ist zum Glück nicht so weit. Get lucky. Wäre ich jetzt da nicht hochgekommen, dann hätte ich echt gekotzt. Klettern wir an den Leitern jetzt eigentlich auch schneller oder nur an den Rohren? Ich habe keine Ahnung. Wir werden es herausfinden. Naja, nur an den Rohren. Zugriff, Teams vor Ort. Icarus, Faith, redet mit mir. Was war das jetzt? Nee, keine Lust. Wir kommen voran, Sir. Noch einmal, Sir, und ich sorge dafür, dass du nie wieder an dir rumspielen kannst. Ärger. Sorry. Was ist sie denn so mad? Sie ist ein bisschen salty, ein bisschen salzig, oder? Ich starte das Ablenkungsmanöver. Also wir haben jetzt eine deaktiviert. Bombe! Alle Mann bereit halten! Das nenne ich mal eine Ablenkung. Unsere Base ist sauber. Wir arbeiten jetzt an Route A. Schlecht, also da wäre ich fast reingelaufen, ja. Da musst du durch. Das glaube ich auch. Hier sind unendlich viele von, also so unfertigen Gebäuden auch, ne? Ja. Also gerade zumindest in dem Bezirk, wo wir sind. Na gut, das ist hier glaube ich alles so ziemlich abfuck. Gelände, wo wir gerade sind. Es sind mehrere Vitos im Anflug. Haltet euch bereit. Also die erste Folge hast du wesentlich besser heute gespielt. Nee, echt? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wir haben die Bestätigung, dass unser Ziel sie anführt. Wow, Krugers Eck meint es echt ernst. Ruhe im Karton. Da links. Aber ich muss sagen, hier draußen ist es wieder wesentlich geiler als unten in diesem komischen was auch immer. Fail. Knapp. Ganz knapp. Machst du jetzt mal? Du hast hier oben jetzt schon wieder reingepackt. Ja, ich muss erst noch mal ein Stück zur Seite gehen. Ich seh dich, Faith. Du bist ganz in der Nähe des Terminals. Sobald du fertig bist, überlege ich mir, wie du das zweite erreichst. Bisschen krabbeln.
Krabbel. Ja. Oh, das Essen eben war voll. Ja, genau, du kannst über das Essen erzählen. Oh, kann ich über das Essen erzählen? Ich muss mich konzentrieren. Weil ich mir währenddessen was anderes ausdenke. Ich hab grad. Wir haben eben Fat Raps gegessen. Mit. Ja, mit Wasser. Das ist mit Gurke. Das ist mit Möglichen so ziemlich drin. Und das hat ziemlich geil geschmeckt. Ende. Ja, mehr fällt mir da ehrlich zu sagen. Ohne Spaß, ich habe heute schon diese übelste Sprachfehler. Wo einfach reden irre Feier. Bei mir ist es gerade aber auch nicht besser. Verstanden? Gerade habe ich ein bisschen. Gerade habe ich ein bisschen genau. Ich will, dass es erledigt wird. Jump! Die Falle ist zugeschnappt. Team Anders, vorrücken. Team Bernadette, sicher die linke Flanke. Oh, das kann ich erzählen. Was denn? Ich habe gestern. Kennst du Warhouse 13? So mehr oder weniger. Sag mir was, aber ich weiß nicht, damals ein paar Staffeln mit meiner Schwester ordentlich gesuchtet. Und ich fand das ziemlich. Wie weit ist das denn? Geil. Okay. Und dann habe ich gestern gesehen, auf Amazon Prime gibt's die gerade wieder. Also alle Staffeln so. Oh Mann, das ist voll geil, so, ja Mann. Ach, oh, geschafft. Schnell. Sehr gut. Zielperson ist in Gewahrsam. Ja. Alle Teams bereithalten. Wir rücken ab. Okay, nice, wir haben sie. Jetzt müssen wir nur noch fliehen. Und jetzt aufs Dach. Da wartet eine Transportgelegenheit auf dich. Eine Transportgelegenheit. Moris. Kruger 6 bekommt Verstärkung. Wie ist der Status auf Route A? Wir sind fast fertig. Fast genügt nicht. Okay. Die Fresse. Ich frage mich halt auch so, warum starten die Ablenkung schon, wenn wir noch nicht mal fertig sind? Spring auf. Ich meine so, ja, okay, ist klar, wenn man das alles schon klar, zu früh macht, fällt es auch irgendwie auf, aber so früh? Das ist cool gerade. Ja, naja, das ist bisschen. Wenn du irgendwann mal keine Lust mehr hast, ein Runner zu sein, kannst du jederzeit Kranführer werden. Oh, toll. Ja, zumindest die Grundlagen habe ich schon drauf. Okay, kümmere dich jetzt um das zweite Terminal und bleib in Bewegung. Oh, nice. Das ist schon richtig. Wobei gerade, genau, mehr habe ich gestern die ersten zweieinhalb Folgen oder sowas gesehen. Und ich fand's wieder richtig geil. Weil ich finde die Charaktere da auch richtig geil geschrieben einfach. Alle. Der eine ist ja so richtig immer so richtig locker drauf, der eine ist so ein bisschen verklemmt am Anfang. Ich kill die Serie leider gar nicht so. Achso, okay. Da kannst du so ein Reich. Ich hab vielleicht mal Amazon Prime. Es gibt momentan bei Amazon Prime so viel, was ich sehen will. Ich will Lucifer sehen, ich will. Da gibt's noch so eine andere Sache. Preacher, genau. Es gibt so viel momentan, auch so von Amazon Originals. Ja, Moment. Hast du Bosch geguckt? Bosch hattest du auch geguckt, ne? An den Anfang. Okay, weil die zweite Staffel ist nämlich draußen. Von Mr. Robot ist jetzt auch die zweite Staffel draußen. Ja, hab ich gestern auch entdeckt. Da habe ich aber immer noch nicht weiter geguckt. Ich glaube, Folge 7 oder so. Hey, Icarus, warum dauert das so lange, verdammt? Du musst das letzte Terminal deaktivieren. Wenn ich jemanden verliere, ist das eure Schuld. Ignorier sie, Faith. Konzentrier dich einfach auf deine Aufgabe. Ja, im Moment bin ich halt so ein bisschen am Dr. Hochsuchen. Ich bin jetzt, glaube ich, Mitte vierte Staffel oder sowas. Oder Ende vierte Staffel. Von 8 oder 9 so, weiß ich nicht. Und das finde ich halt ziemlich geil. Die Mission bringt so Spaß. Und gleich kriege ich wieder so, ja, lauf zu B. Und das war's. Okay, nein. Das war falsch. Einfach weiter. Ich muss gerade. Oh ja. Ich muss nämlich da in den Kran. Jetzt. Du bist fast da. Ja. Okay, spring. Sehr gut, löse jetzt die Sicherung. Was tue ich wie? Kicken? E? Nee. Hä? Achso, das war eine Sequenz. So. Natürlich, haben noch schon letzte dieses riesige Gebäude dazu einstürzen gemacht. So macht man das als Runner. Ich lasse den Haken jetzt runter. Rebecca, Route A ist gesichert. Gut gemacht. Ein bisschen langsam, aber immerhin. Das ist eine Fotze, ne? Wir müssen ja nicht so früh starten, ihr Idioten. Wir bringen das Paket jetzt weg. Sie haben die Zielperson? Sind das unsere Leute? Ja, ich glaube ja. Wir haben keinerlei Verluste, nur einen Verwundeten in Team Bernadette.
Es war ein guter Tag. Wir sehen uns in der Basis. Du hast sie gehört, Faith. Machen wir uns auf den Rückweg. Ich hab nur Mordshunger. Ich frage mich, ob die Arbeiter über die Beobachtungsdrohne Bescheid wissen. Das würde das Ansehen von Krugers Heck wohl kaum steigern. Ich bin mir sicher, dass sie davon wissen. Sie entscheiden sich nur einfach dafür, wegzusehen. Tja, irgendjemand sollte sie aufwecken. Das ist auch nice mit der Baustelle. Wir und haben so einen Aufzug gesichert. Er bringt euch direkt ins Hauptquartier. Stopp. Wieso Stopp? Kommt, ich jetzt dran bin. Das sind 16 Minuten. Du bist nicht dran. Bleibt das auch so. Du musst Tab drücken. Ja, ja, das ging noch nicht wegen der Zwischensequenz. Nee, ich schreibe gerade irgendwas. Was ist das? Okay. Hä? Was ist denn? What the fuck, das ist vorhin auch so klein. Was ist das? Ja, ich habe irgendwie eine Konsole aufgemacht. Deswegen mache ich sie wieder weg. Leer, aber was hier sehe ich? Damit schreibe ich nur. Leer. Nee. Okay, bei W kommt ganz viel. Jo. Escape. Ich kann so viel Escape pushen, wie ich will. F1? Habe ich F1 gedrückt? Und solange du nicht F9 drückst, ist alles easy. Ja, ich würde sagen, einfach wir beenden hier kurz die Folge, kümmern uns darum und ja, dann bin ich in der nächsten Folge dran. Ja, ja, fick dich. Ja, warte, was willst du machen? Ja, das stimmt. Okay, gut, dann haut da rein. Mach's bis zur nächsten Folge und ciao. Ciao, ciao. Das ist ja sexy, da. Ja. Faith! Komm runter! Bin da. Jetzt musst du Q drücken. Was da passiert ist... Faith, es tut mir leid. Sparen Sie sich das. Hör zu, Noah und ich waren uns in vielem uneins, aber ich habe ihn respektiert. Wie deine Eltern. Noah sagte, sie glaubten zu der Schulter. Gruppe. Ja. Solange, bis mir klar geworden ist, dass wir uns niemals friedlich vom Konglomerat und den Familien dahinter befreien können. Wir müssen es vernichten. Mit jeglichen Waffen, die uns zur Verfügung stehen. Ich weiß, was Sie denken, aber Sie irren sich. Ich habe es nicht. Ich denke doch. Deshalb macht Krugers Heck Jagd auf dich. Und deshalb ist Noah tot. Mann, es reicht! Hör zu. Ich gewähre...